Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Jeder Dritte von uns leidet an Rückenschmerzen. Rückenschmerzen sind der häufigste Grund für eine Krankschreibung in Deutschland. Manchmal lassen sich diese Schmerzen nur mit einer Operation beheben, manchmal ist die aber auch gar nicht notwendig. Wann braucht es nun eine OP und wann nicht? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Sven Nagel, er ist Chefarzt der Wirbelsäulenorthopädie und Chirurgie an der Asklepios Klinik Nord. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Nagel. Hallo. Sagen Sie uns, wann muss man tatsächlich operieren? Ja, es gibt wenige Gründe, jemanden wirklich operieren zu müssen. Die Gründe, die dafür sprechen, sind in der Regel tatsächlich notfallbegründete Gründe. Das heißt, Infektionen können ein Grund sein, selbstverständlich Brüche der Wirbelsäule, der Wirbelkörper und Situationen, in denen es zu einer Lähmung bestimmter Körperpartien gekommen ist. All diese können so Gründe sein, die unmittelbar operiert werden müssen, um Schlimmeres abzuwenden von dem Patienten. Ja, was meinen Sie mit Infektionen? Ja, es kommt mit zunehmendem Alter der Patienten und auch der Bevölkerung häufig dazu, dass es zu scheinbar ungeklärten Gründen für eine Infektion an der Wirbelsäule kommt. Das können Eintrittspforten sein über kleine Verletzungen an der Haut, an den Händen, im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich, die der Patient primär gar nicht merkt, die aber dazu führen, dass Bakterien über die Blutbahn verschleppt werden und beispielsweise sich in den Bereich der Bandscheiben absiedeln. Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Strukturen der Bandscheibe, der Wirbelsäule schlecht durchblutet sind, bis gar nicht mehr durchblutet sind beim erwachsenen Menschen. Und das sind so Bereiche, in denen sich die Bakterien sehr wohlfühlen. So kommt es zu einer Infektion, zu einer Vermehrung von Bakterien mit gegebenenfalls Konsequenzen für die Wirbelsäule, deren Stabilität, aber auch für die Nerven, sofern die Bakterien und die Menge an Bakterien irgendwann zu einem Druck auf die Nerven führt, mit den entsprechenden Konsequenzen dahingehend, dass es Lähmungen, Gesamterscheinungen gibt für den Patienten, die behoben werden müssen, und zwar schnell, um Schlimmeres abzuwenden. Und die Lähmung, die Sie eben schon ansprachen, das hört man ja des Öfteren, dass dann ein Wirbel einen Nerv einklemmt und dann kann der Patient vielleicht den Fuß nicht mehr bewegen. Genau. Das könnte ja so sein. Wo ist denn da jetzt die Grenze? Ist das Kribbeln im Fuß da schon für Sie ein OP-Grund oder muss das wirklich eine Bewegungsunfähigkeit sein? Also das Kribbeln an sich ist erstmal kein Grund, eine Operation anzustreben. Das Kribbeln an sich kann für den Betroffenen sehr, sehr unangenehm sein, gerade wenn das langwierig ist. Es ist eine Situation, mit der sich niemand so richtig gut anfreunden kann, wenn es immer kribbelt oder sinkt im Fuß oder im Bein. Es wird dann erst relevant und wirklich relevant, wenn es zu Lähmungen kommt, die dazu führen, dass eben bestimmte Muskelgruppen nicht mehr bewegt werden können. Das wird häufig gerne vom Betroffenen so ein bisschen negiert und der Betroffene sagt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber irgendwann wird es augenscheinlich für die Umgebung, für den Betroffenen selber, beispielsweise beim Gehen. Wenn der Fuß beispielsweise hängt und man an jeder Teppichkante hängt, dann weiß man schon, das ist etwas, was man nicht mehr von sich weisen kann. Und das sind dann Momente, an denen man zügig eine Operation anstreben sollte. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, das reine Kribbeln ist kein Grund, jemanden zu operieren. Ja, jetzt haben wir also über Gründe gesprochen, doch möglichst schnell zu operieren. Wann ist es denn Ermessenssache, ob Sie an der Wirbelsäule operieren? Die Ermessensfrage ist praktisch für alle Veränderungen der Wirbelsäule gleich. Es geht immer um Lebensqualität. Das heißt, wenn jemand sehr leidet unter einer Veränderung der Wirbelsäule, da kann es sein, dass es für den einen ist es nur der, in Anführungsstrichen, nur der Schmerz. Für den nächsten ist es vielleicht das Kribbeln, das Singen in einer Körperpartie. Der nächste hat vielleicht eine sogenannte Deformität, eine Veränderung der Form der Wirbelsäule, die ihn sehr stark daran hindert, sein normales Leben zu führen. All das sind Ermessensgründe im Rahmen der Lebensqualität. Und wenn die Lebensqualität eine gewisse Größe bzw. einen Bereich annimmt, der für den Patienten nicht mehr akzeptabel ist, von dem er selber sagt, so mag ich nicht weiterleben, dann kommen wir genau in den Bereich, an dem es ermessen ist. Und das ist etwas, was man mit dem Patienten in aller Ruhe darlegen muss, auseinanderlegen muss, Angebote machen kann und dann abwägen muss, ob man operiert oder nicht. Haben Sie da ein Beispiel für uns? Beispiele gibt es da zuhauf. Wir nehmen mal ein Beispiel von einer Patientin, die mir gerade in den Kopf kommt, die über Jahre hinweg Rückenschmerzen hat und eine Schwäche dadurch bekommt in der Wirbelsäule, dass die Wirbelsäule eine sogenannte Deformität erlebt im Rahmen einer Verkrümmung nach vorne. Können Sie uns das, ein Modell vielleicht zeigen? Beispielsweise.
wenn wir das Modell hier so haben von der Wirbelsäule, sieht es so aus, dass die Wirbelsäule bei der Betrachtung von der Seite so eine etwa Doppel-S-Form hat. Und wenn die Wirbelsäule im Laufe von Jahren durch Schwächung der Muskulatur, der Bänder, aber auch der Knochen sich immer weiter nach vorne neigt, dann nennen wir das eine Kyphose. So eine Situation ist für den normalen Lebensalltag häufig schwer zu ertragen, weil es erstens zu starken Rückenschmerzen führt und zweitens zu einer zunehmenden Haltungsschwäche. Mhm. Die Patienten werden versuchen, diese Situation dadurch zu kompensieren, dass das Becken gekippt wird, die Hüften eingeknickt werden und so weiter und der Kopf angehoben wird. Aber langfristig kann man eben am normalen Leben so nicht teilnehmen. Und das ist dann so ein Moment, an dem man sich sagt, gut, was kann man tun? Und man kann die Wirbelsäule durch operative Maßnahmen so aufrichten, dass derjenige wieder die Stabilität erhält, um aufgerichtet, so wie in dieser Form, wieder weiterleben kann. Und diese Situation zu erreichen, ist verbunden auch mit einer etwas größeren Operation. Und da kommen wir genau in diesen Bereich, in dem wir abwägen müssen, ob so eine Operation für den Betroffenen tatsächlich sinnhaft ist oder nicht. Denn es ist keine notwendige Operation, da schließt sich der Kreis mit unserer ersten Frage, aber etwas, was die Lebensqualität extrem beeinflussen kann. Und das ist etwas, was man wirklich detailliert mit demjenigen besprechen muss. Mhm. Diese Kyphose ist jetzt die Krümmung nach vorne. Es gibt ja auch noch die Krümmung zur Seite, mit der, denke ich, sehr viele zu tun haben, mit dieser Skoliose. Genau. Inwiefern kann die denn ein Operationsgrund sein und wann sagen Sie, muss der Patient entscheiden, ob er möchte? Also ist es prinzipiell so, dass eine Skoliose, wie sie bei vielen Menschen auftritt, also etwa 0,5% der Bevölkerung haben eine Skoliose. Und bei weitem nicht alle sind operationsnotwendig. Eine Skoliose wird dann operiert, wenn sie entweder zu einer Situation führt, die zu Schmerzen führt, oder eine Ausprägung erreicht, einen Ausprägungsgrad erreicht, der rein wissenschaftlich gesehen eine Operation empfiehlt, um Schlimmeres im Laufe des weiteren Lebens von dem Patienten abzuwenden. Um was für eine Operation geht es denn dabei überhaupt? Was machen Sie denn da? Wenn wir nochmal das Modell betrachten, wir hatten eben die Betrachtung von der Seite, jetzt die Betrachtung von vorne, geht es bei der Skoliose um eine Verbiegung der Wirbelsäule zur Seite. Beispielsweise in so einer Form, wir sehen das, normalerweise wäre die Wirbelsäule gerade bei der Betrachtung von vorne, Sie sehen die Verkrümmung zur Seite. Diese Krümmungsgrade kann man ausmessen und man weiß aus langfristigen Erfahrungen, dass bestimmte Krümmungsgrade im Laufe des Lebens dazu führen, dass im Nachhinein ein Voranschreiten zusätzlicher Probleme auftreten kann. Nämlich? Beispielsweise der Lunge, des Herzens, der Belastbarkeit im Allgemeinen. Und in solchen Fällen empfiehlt man eine Operation, obwohl der Betroffene bis auf die kosmetische Komponente wenig Beschwerden hat. Und gerade das sind Bereiche, die man sehr detailliert mit dem Betroffenen besprechen muss, weil das für jemanden, gerade häufig jüngere Damen sind davon betroffen, häufig sich die Notwendigkeit nicht gleich ergibt. Weil es vielleicht auch nicht so eine starke Verkrümmung ist, wie da jetzt, ganz wie genau. Sie uns das am Modell zeigen. Nicht immer ist jetzt so stark, genau. wie ich es hier zeige. Ja. Gerade wenn es weniger ist, kann man in 90% der Fälle, 95% der Fälle immer durch konservative Maßnahmen eine Besserung erwirken. Aber wenn bestimmte Grade erreicht sind, wird eine Operation unbedingt empfohlen. Und was würden Sie da jetzt machen? Wenn wir von einer Skoliose reden, dann wird immer versucht, über die Korrektur, über die operative Korrektur, eine Verbesserung der Krümmung zu erreichen. Nun ist immer zu sagen, das Entscheidende bei einer Operation einer Skoliose ist, nicht die Skoliose wieder so zu verändern, dass sie immer auf Null zurückgeführt wird, sondern der entscheidende Punkt ist, eine Progredienz zu vermeiden. Das heißt, ein Voranschreiten zu vermeiden, beispielsweise eine Krümmung in dieser Form davor zu bewahren, irgendwann mal so auszusehen. Da werden Sie sagen, das ist doch kaum machbar, ist doch kaum zu glauben, ist nicht so. Solche Krümmungen sind gar nicht mal so selten. Und das Ziel der Operation ist ganz einfach, die Krümmung ein wenig zu verbessern und das Voranschreiten der Fehlstellung zu vermeiden. Mhm.
Das spricht ja für die OP, also zumindest mal die Veränderung, die da möglich ist, spricht ja dafür, diese OP eigentlich einzugehen. Aber eigentlich sprechen wir ja gerade darüber, dass Sie möglichst Operationen verhindern wollen. Warum denn eigentlich, wenn es doch so gute Ergebnisse bringen kann? Genau. Es klingt so, als wenn alles mit einer Operation zu therapieren wäre. Ja, genau. Das ist sicherlich nicht so. Der entscheidende Punkt ist erstmal die Früherkennung. Das heißt, wir sehen immer mehr Patienten immer früher. Und es ist lange nicht mehr so, wie es früher einmal war, dass man die Patienten erst im Spätstadium sieht, sondern es geht viel um Beratung eigentlich vorher, um das Abwenden der Operation, die vielleicht mal folgen mag. Und im Rahmen dessen lassen sich die meisten Veränderungen doch durch konservative Therapiemaßnahmen beheben oder sagen wir zumindest so weit zu verbessern, dass die Lebensqualität der Patienten in einen Bereich kommt, von dem der Patient selber auch sagt, ja, damit kann ich gut leben. Ist es denn so gewesen, dass man zeitweise häufiger operiert hat, einfach, ich sage jetzt mal ganz platt, weil man es kann, medizinisch? Es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass viele Ärzte vielleicht geneigt sind zu operieren, weil man es ganz einfach kann. Ärzte wollen helfen, das unterstelle ich jedem Arzt. Und wenn er ein Problem sieht, ein Arzt, eine Ärztin, ein Problem zu beheben, dann kann das sein, dass das auch gerne mal so sein sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass der Weg ein anderer ist, gerade zur Zeit. Die Anzahl von Operationen in Bereichen auch der Wirbelsäule wie auch des übrigen Bewegungsapparates nimmt tendenziell derzeit ab. Es ist deutlich rückläufig, sehr zugunsten, denke ich, der Patienten und der Gesamtsituation. Dennoch muss man sagen, ist die Operation an sich nicht immer zu vermeiden. Aber wir versuchen es zunehmend, sodass jetzt auch mittlerweile der Anteil der Patienten, die wir sehen in den Sprechstunden und in den Beratungen, die wir operieren, von der Gesamtanzahl der Patienten deutlich abnimmt. Ist das manchmal auch so, dass Sie Ihren Patienten die Operation ausreden wollen? Ja. Passiert das oft? Ja. Also gerade wenn der Anspruch des Patienten, das heißt der Anspruch im Sinne von, was kann ich erwarten von einer Operation, das übersteigt, was man dem Patienten auch anbieten kann, dann muss man manchmal klar abraten, weil es nicht immer das gewährleistet werden kann, was der Patient sich vielleicht wünscht. Wir haben so einen Begriff wie Schmerzfreiheit. Ich möchte einmal wieder schmerzfrei werden. Schmerzfreiheit ist ein sehr hoher Anspruch, gerade wenn es teilweise um sehr auch große Operationen geht. Und das kann nicht immer gewährleistet werden und auch werden. Und das Alter spielt auch eine Rolle, so wie Nebenerkrankungen. So dass es durchaus Alter und Nebenerkrankungen gibt, bei denen man von einer solchen Operation einfach abrät. Kann es auch sein, dass man durch Operationen, ich nenne es jetzt mal, Sollbruchstellen schafft? Sollbruchstellen im Bereich der Operationsbereiche, nein. Also wenn man beispielsweise ein Teil der Wirbelsäule operiert, dass dadurch ein zweiter Teil der Wirbelsäule geschwächt wird oder dass andere Schwierigkeiten durch die OP auftauchen? Das ist unbedingt immer zu erwähnen. Muss ich das so vorstellen, dass die Wirbelsäule nichts anderes ist als eine Gliederkette. Und wenn ich einen Teil der Gliederkette im Rahmen einer vielleicht mittelgroßen Operation oder auch großen Operation versteife, das ist so der Begriff, der jetzt immer wieder auftaucht, dann müssen die angrenzenden Bereiche der Gliederkette, drüber und drunter, mehr Arbeit leisten. Sie übernehmen mehr Funktion und neigen im Rahmen dessen eher zu einem Verschleiß und auch zu einem schnelleren Verschleiß, der möglicherweise im weiteren Verlauf auch wieder Beschwerden bereiten kann. Ja, und dann bleibt ja auch noch das Risiko einer OP an sich. Ich weiß jetzt gar nicht, mit was für einer Art von Narkose würden Sie denn operieren? In der Regel werden die Operationen an der Wirbelsäule ausschließlich in Vollnarkose operiert. Es liegt einfach daran, dass die eigentlichen Operationsschritte teilweise um wenige Millimeter genau sein müssen. Und dafür ist es einfach notwendig, dass der Patient vollends entspannt ist und ruhig liegt, um eventuelle Bewegungen zu vermeiden. Jetzt haben wir also über Sinn oder Nichtsinn von Operationen geredet. Was empfehlen Sie also einem Patienten, einem Menschen, der Rückenbeschwerden hat und ahnt, dass die nicht so schnell wieder weggehen? Also in der Regel empfehle ich immer Bewegung. Sofern es jemand möglich ist, sich viel zu bewegen und auch gut zu bewegen, sollte er das tun. Das ist das A und O, diese banalen Sprichwörter, wer rastet, rostet und Bewegung ist Leben, treffen unbedingt zu. Immer in Bewegung bleiben, solange das möglich ist, solange der Schmerz das zulässt und vor allem die Stabilität.
In der Regel kann man mit wenigen Maßnahmen eigentlich schon eine gute Besserung erreichen. Eben durch Bewegung, das Achten auf das eigene Körpergewicht, einfach in Bewegung zu bleiben, hilft für viele. Und dann kommen konservative Dinge dazu, wie im Anfangsstadium wenig Schmerzmedikamente zu versuchen, so viel wie man sie eben braucht, um sich erstmal wieder normal bewegen zu können. Allein das hilft schon. Wenn man einmal so eine kleine Schmerzkette durchbrochen hat, dass man sich erstmal wieder normal bewegen kann, hilft das häufig schon, wieder eine deutliche Besserung zu bringen. Im Weiteren krankengymnastische Übungsbehandlung dazu, das wirkt häufig Wunder. Vielen Dank für die interessanten Informationen. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Alles Gute!